Will ich jetzt auch einfach mal sagen, deine Videos sind einfach nur Müll und ich finde es einfach scheiße, was du hier abziehst. Servus Leute, was geht eigentlich ab? Willkommen zu einem erneuten Prank. Und ja Leute, heute werde ich einen DJ Steimlit zurückpranken, weil der hat mich dem letzten Mal geprankt, indem er gesagt hat, dass er mich beim Bürgermeister angezeigt hat, wegen einem Video. Weil viele werden sich wahrscheinlich an das Video erinnern, wo ich auf eine Halle geklettert bin und dort rumschamiert, habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, da hat er mir gesagt, dass er im Bürgermeister gesagt hätte, wie mein YouTube-Kanal heißt und so, und dass er ihm das Video halt gezeigt hat und dass jetzt demnächst mal der Bürgermeister zu mir kommen wird und es Konsequenzen haben wird. Und ich hatte wirklich richtig Schiss und ich habe ihm das auch geglaubt, weil er noch ein paar andere Freunde mit eingeweiht hat. Und es war wirklich richtig glaubwürdig und richtig scheiße. Aber wie kann es natürlich anders sein? Er hat vergessen, das Ganze aufzunehmen. Deswegen kann ich euch das Ganze jetzt leider nicht zeigen. Aber natürlich ist DJ Steimlit unten in der Videobeschreibung verlinkt, ganz oben. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Er macht auf jeden Fall gute Videos. Und ja, dann werde ich euch jetzt mal den Prank erklären. Also Leute, ganz am Anfang, wo DJ Steimlit seinen YouTube-Kanal eröffnet hat, habe ich ihm richtig viel geholfen. Also ich habe ihm sein Emblem gemacht, sein Banner, seine Thumbnails. Ich habe ihm beim Videoschnitt geholfen. Er ist sogar hergekommen und dann haben wir das Ganze zusammen gemacht und hat mich dann auch am Anfang verlinkt. Jetzt hat er mich in den letzten Videos von sich aber nicht mehr verlinkt. Und jetzt tue ich so, als ob ich das richtig, richtig schlimm finden würde, dass er mich nur ausgenutzt hätte und ich werde ihn auch ein bisschen beleidigen und seinen YouTube-Kanal beleidigen. Es ist wirklich nicht so. Ich finde seinen YouTube-Kanal wirklich gut und ich feiere auch seine Videos. Also ich habe keinen Hate vor, jetzt gegen ihn anzufangen oder so. Und ja, Leute, ich hoffe, das Ganze wird funktionieren. Ich werde ihn jetzt, denke ich mal, anrufen. Ich hoffe, ich erreiche ihn auch, weil der ist immer unterwegs und so. Und da weiß ich jetzt halt nicht, ob das Ganze funktioniert. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun und ich hoffe, dass ich es auch glaubwürdig rüberbringen kann. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da, damit ich weiß, dass euch solche Pranks gefallen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dürft ihr natürlich auch ein Abo dalassen. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Und let's go! So Leute, ich habe mich jetzt in Position begeben. Und oh Leute, ich bin schon richtig aufgeregt, richtig heftig auf jeden Fall. Und ich werde ihn jetzt anrufen. Und ich habe mir jetzt auch schon ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich das Ganze hier nicht so richtig verkacke, weil ich habe auch sowas noch nie gemacht. Das ist jetzt mein erster Telefon-Prank. Aber ganz ehrlich, er hat es verdient, er hat mich auch geprankt und das richtig lange. Ich glaube, das waren sogar, keine Ahnung, 3 Stunden oder so. Und ich wollte nochmal sagen, dass ich wirklich nichts gegen ihn habe, bevor jetzt irgendwie wieder einer anfängt zu haten oder so. Leg dich nicht mit anderen YouTubern an oder so. Ich habe nichts gegen ihn, ich bin sogar gut mit ihm im Real Life. Und ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Stress ohne Grund machen. Ja, Dennis, ich wollte mal mit dir über was reden und hast du kurz Zeit, also ein bisschen länger? Ja, erzähl, was ist los? Ja, weil ich habe dir ja bei deinem YouTube-Kanal und so geholfen, alles, und ich habe auch dein Thumbnail, dein Emblem und alles habe ich eigentlich, ich habe dir richtig viel geholfen und du hast ja am Anfang gesagt, dass du mich in jedem Video verlinkst und das hast du jetzt halt einfach nicht gemacht. Ich finde es halt richtig scheiße von dir, also ohne Spaß jetzt und ja Digga, und dass du mich auch geprankt hast und so, ich finde es eigentlich richtig scheiße. Und zu deinem YouTube-Kanal, da will ich jetzt auch einfach mal sagen, deine Videos sind einfach nur Müll. Und ich finde es einfach scheiße, was du hier abziehst. Ganz ehrlich. Okay. Und ich will jetzt eigentlich auch nichts mehr mit dir zu tun haben und so. Und ich, keine Ahnung, kannst du damit überhaupt mit sowas leben, dass du mich so runterziehst und alles? Ich finde es richtig scheiße. Willst du jetzt auch nicht eigentlich mal was dazu was sagen oder so? Ich meine, ja, du hast mir zwar geholfen, klar, aber ich meine, was hast du mit Shisha-News zu tun? Eigentlich nicht so arg viel. Ja, aber trotzdem hast du gesagt, dass du mich in jedem Video verlinken wirst und so und dass wir auch mal Videos zusammen machen und so und das haben wir halt echt nicht gemacht. Und du scheißt einfach drauf, das finde ich richtig scheiße. Ich weiß, ja gut, was heißt, du scheißt du gesagt gerade, wenn du das siehst. Ja, Digga, ich kann damit einfach nicht mehr leben, das ist einfach scheiße. Ich find's. Und auch mit dem Prank, Digga, das sowas ist einfach. Ja, was soll ich dafür? Ich dachte, du hast schon auch so viele Leute geprankt. Ich sag, jetzt bring ich's halt mal. Ich hab noch niemand geprankt. Ich könnte sowas gar nicht machen. Ich könnte sowas gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, eigentlich.
Ja, gut, klar, ich meine, was soll ich da großartig dazu sagen jetzt groß? Ja, Digga, du könntest mich jetzt wenigstens eigentlich mal verlinken und mir einen kleinen Push geben oder so. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin jetzt ein Video raus, ich bin gerade so genug gerade anzuschneiden. Dann verlinke ich dich da halt wieder drauf, ab Ja, sofort. aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf dich und ich finde auch deine Videos scheiße und dein ganzer Kanal, keine Ahnung, richtiger Müll einfach nur. Ganz am Anfang, das erste Video, wo ich da geschnitten habe und so, das ging ja ganz klar, aber deine Musik und so, das geht einfach gar nicht. Ja, gut. Okay. Das ist die Sicht halt von euch zwar, aber ja, ich meine, ich mach trotzdem welche, ich meine, ich höre es da nicht deswegen auf. Also Dennis, fuck, Alter. Digga, das Ganze war nur ein Prank, du wurdest gerade geprankt. Was Okay. hast du dazu zu sagen? Also, ich dachte, da war ich jetzt schon, dann es geht ja Hast du gar nicht. es mir echt geglaubt? Ich dachte, Alter, was ist jetzt los? Ich dachte, ohne Scheiß. Nein, was hast du getan? Oh nein! Oh nein! Das Kaminbrennst drüber gerade. Digga, Alter, Leute, ich war so am Struggeln. Checkt auf jeden Fall Dennis aus, er macht richtig gute Videos. Digga, ich feiere deine Videos richtig nice auf jeden Fall. Und auch und er macht Shisha-Videos. Und ich verlinke ihn auch ganz oben in der Videobeschreibung. Richtig nice. Dennis, hast du auch noch was zu sagen? Ich hab zu sagen, das war ein richtig geiler Brand. Ich war echt dann nicht darauf gefasst. Digga, sorry nochmal, gell, weil ich. Ja, du, das passt schon. Ich dachte, dann ruf mich an mit. Dachte ich, jetzt kommt bestimmt nichts Gutes. Ja, also Digga, hau rein. Tschüss. Okay, alles bis später. Ja, Ciao. tschüss. Alter, Leute, ich war sonst. Ey, das war nicht mehr normal. Ich hatte Herz over 9000 ohne Spaß, Leute. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit meinem Prank. Wenn ihr weitere Pranks von mir sehen wollt, weil ich habe da noch richtig, richtig viele Ideen, dann lasst auf jeden Fall jetzt mal eine positive Bewertung da. Und es war wirklich richtig krasse Überwindung, weil normal mache ich sowas gar nicht. Ich bin eigentlich so ein Mensch, der mit allen. Der normal keinen Beef anfängt und auch richtig nett ist zu jedem und so. Und ja, Leute, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da, haut rein und tschüss.